Wir waren jetzt 7 Wochen auf den Lofoten und zeigen euch jetzt noch die letzten Eindrücke von der letzten Woche und die neuesten Eindrücke von den Westerorlen. Denn ja, wir sind endlich da. Hallo zusammen. Heute haben wir Donnerstag, den 9.6. Und wir sind immer noch in Svolvær, was leider bedeutet, dass wir unsere Reifen nicht bekommen haben. Wir wissen nicht so richtig, ob es einfach ein Missverständnis war oder ob sie nicht wollten. Keine Ahnung, warum die nicht da sind. Wir haben jetzt auf den Westerorlen Reifen bestellt, die wir hoffentlich dann nächste Woche draufziehen lassen können. Und dann ist das Thema hoffentlich vom Tisch. Spur einstellen hat soweit geklappt. Ob das alles gestimmt hat, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Sana war alleine da. Ja, und dann startet das Thema Mango. Mit der waren wir nochmal beim Tierarzt, weil sie mal wieder geimpft werden musste. Hat die Tierärztin gemeint, dass sie sich gerne mal noch den Rücken genauer anschauen will, beziehungsweise überhaupt so ihre Knochen wegen ihrer Arthrose. Dafür müssen wir jetzt quasi morgen nochmal hierher. Es verzögert sich also noch ein bisschen. Also Mango ist für uns das Wichtigste und das stört uns jetzt nicht, dass wir für sie dann jetzt nochmal herkommen. Bald können wir dann weiter und Westerorlen und Senja uns anschauen und dann endlich wieder reisen. Gleichzeitig als Samariter und Fremdenführer unterwegs. Ich musste schon 3 Leuten heute hier in der Stadt helfen. Das zeigt auch, wie lange wir schon in Svolvær sind, nämlich eindeutig zu lang. Ich musste erst den Weg zu einer Fotogalerie nennen, die es hier wahrscheinlich nicht gibt, aber ich habe trotzdem den Weg zu 2 Galerien nennen können, zu einem Bankautomat und jetzt noch einem vermutlich US-Amerikaner helfen, um ein Taxi zum Flughafen zu bekommen. Alles problemlos. Okay, heute ist der 14. Juni, 11.04 Uhr und wir sind jetzt aufgebrochen und fahren wirklich, also wirklich von den Lofoten runter. Wir haben uns das jetzt fest vorgenommen, es wird nichts passieren, es wird alles gut gehen, ganz entspannt, tolles Wetter. Wirklich? Wirklich. Wirklich, wirklich. Nach 7 Wochen reicht's. Ach, 7 Wochen war schon ultra lang, ey. Aber heute ist Ende. Heute ist Ende Gelände und ich bin ziemlich happy, endlich was Neues zu sehen. Auch wenn jetzt am Ende es echt cool war. Also so die Landschaft und so war echt cool. So, aber jetzt geht's wieder los. Und dann kriegen wir heute oder morgen unsere Reifen drauf und dann können wir endlich wirklich wieder reisen, so wie wir es eigentlich ursprünglich machen wollten. Wo geht's denn jetzt hin? Es geht jetzt auf die Westerorlen. Okay,
Okay, das ist ein Insider. Gut, wir melden uns, wenn wir da sind. Wo? Auf den Westerollen! Ja, wir haben wieder neue Vorderreifen. Yes, yes. Leider hat irgendwie die Kamera das nicht gefilmt. Ich habe wohl Foto gedrückt statt Video. Aber nicht so schlimm. Wir haben alles wieder drauf und sind gerade mega happy. Und Dana schaut, ob wir schon ins Hotel einchecken können. Für eine Nacht wollen wir nämlich nochmal ins Hotel, weil es durchregnen soll. Ja, aber wir haben endlich dieses Kapitel hinter uns gelassen. Wir sind auf den Westerollen. Und fühlen uns gleich irgendwie tausendfach leichter. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir so die nächsten Tage, Wochen, Monate erleben werden. Welche Zimmernummer mit? 303. War ich? Jetzt weiß jeder, in welchem Zimmer wir sind. Ist das nicht ein schöner Stellplatz? Das einzig Blöde ist natürlich, dass da Häuser sind im Hintergrund. Deswegen bauen wir jetzt auch noch nicht um. Wir essen erstmal was. Und dann schauen wir mal, ob jemand kommt oder nicht. Ist immer ein bisschen blöd, aber hier auf den Westerollen gibt es leider nicht so viele Stellplätze. Ja, zur Not ist ein Bezahlter in der Nähe, dann
Müssen wir sonst dahin fahren. Schauen wir mal, aber bis dahin genießen wir einfach diese schöne Aussicht. Westerollen. Gute Nacht, Franzi. Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves, leave our troubles upon the shelf. And don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. Sidewalks and the highways, they will turn into dust as Mother Nature covers over every street we take. And lead the way for somebody else to help themselves and leave their troubles upon the shelf. Guten Morgen, das war eine Nacht. Man sieht, wir hängen alle noch ein bisschen in den Seilen. Wir müssen uns scheinbar erstmal wieder dran gewöhnen, im Auto zu schlafen. Unsere alten Knochen machen das nicht mehr ganz so gut mit, aber da kommen wir wieder rein. Ja, jetzt wird es Zeit, dass Franzi das Schlafzimmer wieder umbaut zum Auto und dann geht's weiter. Wir wollen heute mal versuchen, ein bisschen wandern zu gehen. Und dann fahren wir vermutlich auch schon wieder eine Nacht auf dem Campingplatz, weil wir mal Wäsche waschen müssen und Franzi muss viel Arbeit nachholen. Deswegen werden wir das heute mal versuchen. Mal sehen, ob Mango Lust hat zu wandern. Im Moment sieht es nicht ganz danach aus. Oder? Humor hat sie ja. Ich habe Franzi gerade gefragt, ob ich noch einen Zeitraffer machen soll von ihrem Abbauvorgang. Was war deine Antwort? Ich bin ja quasi schon fertig. Zu spät? Sie ist quasi schon fertig. Zack, fertig. Ich schau mal auf die Uhr, wie lange fast fertig dauert. Seit 10 Minuten sind wir jetzt schon fast fertig. Na, fast fertig? Fast fertig. Siehst du doch. So, 20 Minuten sind rum und das Schlafzimmer ist abgebaut. Wir brauchen allerdings den Videoschiedsrichter, weil Franzi behauptet, ich hätte gesagt, es geht nur um Schlafzimmer abbauen. Ich sage, es ging um abfahrbereit sein. Ja, jetzt wird es Zeit, dass Franzi das Schlafzimmer wieder umbaut zum Auto. Ja, aber das ist ja fies. Weil du machst jetzt hier noch Zeug am Auto und der Hund schläft und da, was soll ich da machen? Wir sind fast abfahrbereit. Bald geht's los.
So, es hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert, dass ich alles abgebaut habe. Fast fertig. Man muss dazu sagen, dass wir ja quasi jetzt das erste Mal wieder alles richtig eingeräumt haben. Ja, das dauert halt. Und der Hund hat geschlafen und Dana hat getrödelt. Das war einfach ein bisschen getrödelt, aber eine Stunde ist eigentlich gut. Weil sonst haben wir, wenn ich mich beeile, brauche ich so eine halbe Stunde. Also so schlecht war es nicht. Genau, und jetzt schauen wir mal, ob wir wandern gehen können. Ob wir was Schönes finden. So, wir haben ein Wanderziel erreicht. Natürlich habe ich vergessen, wie es heißt, aber wir blenden es euch mal ein. Wir schauen mal, ob wir den richtigen Wanderweg jetzt finden, aber die sind hier auf den Westerollen tatsächlich sehr gut ausgeschildert. Das kennt man sonst nicht so. Also, wenn ihr mal auf den Westerollen seid, ihr müsst wandern gehen. Telltour. Telltour.no ist ein Geheimtipp. Das ist eigentlich für die Locals gemacht, quasi eine digitale Wanderkartenübersicht für ganz Norwegen. Außer die Lofoten, haben wir gelernt. Ja, also schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr in Norwegen seid. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Mango! Lecker! Deswegen dauern Wanderungen mit Mango ein bisschen länger. Sie will immer nicht als Letzte gehen, aber auch nicht als Erste, auch nicht als Mittelglied. Aber jetzt geht's. Schlafen. Das ist zwar erst 13 Uhr, aber ich glaube, Mango ist kaputt. Die wird, glaube ich, durchschlafen bis morgen früh. Ah, so schön. Da hoch. Da. Und wenn sie mich nicht irrt, ist dahinter noch ein Zipfel gewesen, vielleicht auch dahin. Oh, ich glaube, das dauert zu lang. Aber die Aussicht hier ist halt auch schon schön. Schade. Der Wind ist auch zu stark. Und mit der Drohne zu fliegen. Ah, oh, ist das schön. Gut. Machen ein kurzes Päuschen, Wasser trinken und dann gehe ich zurück zu meinen Mädels. Aber kurz hier
aufsaugen. Was schön. Wiederholen wir. Am Auto sind. Geschafft. Yes. Zeit für unser kleines Fazit. Also wir finden, die Wanderung hat sich schon gelohnt. Wir haben nochmal nachgeschaut. Der Berg heißt Skorvokfjellet. Schreiben es euch trotzdem hin. 403 Meter hoch, glaube ich. Die Wanderung selber ist so 2,3 Kilometer, also eigentlich okay. Halt relativ steil so an manchen Stellen. Aber ich sag mal so, mit unserem Fitnesslevel kommt man da eigentlich gut hoch. Ja, man kann genug Pausen machen und alles. Und auch für Hunde ist es eigentlich geeignet. Also es ist ein guter Weg. Mango ist halt nicht mehr so ganz fit, aber für einen normal fitten Hund passt das auch. Ja, wie ihr seht, wir haben hier auch ein ziemlich direkt in der Nähe vom Startpunkt auch gleich einen kleinen Parkplatz. Ist also wirklich ideal gelegen. Lohnt sich. Mal sehen, was wir dann als nächstes angehen. Wenn ihr Tipps habt, Vorschläge, was wir unbedingt machen müssen, schreibt es uns einfach mal mit in die Kommentare rein. Ob ich die übernehmen würde und wie viele ich bis Ende habe. Normalerweise legen wir die Picknickdecke als Teppichbelag quasi da unten rein. Aber jetzt haben wir Mango als Teppich, würde ich sagen. Die ist zufrieden, so wie es ist.
Na, was machst du? Ich schneide das neue Video. Damit ihr was zu sehen habt. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi!